ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang. Ja, wir hatten einen gemeinsamen Bürgerantrag mit dem DGB Stadtverband, für den Carsten Peters jetzt gleich einen Redebeitrag halten wird. Da ging es um die Umbenennung der Austermannstraße. Du wirst das Thema gleich nochmal erzählen, denke ich. Genau. Schreibtischstädter benennen, beziehungsweise Schreibtischstädter sind keine kleinen Rädchen im Getriebe. Neben der Polizei, der Wehrmacht, dem Parteiapparat und zahlreichen Sonderbehörden bildete die städtische Verwaltung einen integralen Bestandteil des nationalsozialistischen Herrschafts- und Terrorsystems. Während die Macht- und Entscheidungsstränge im Dritten Reich in den vergangenen Jahrzehnten intensiv diskutiert worden sind, sind die örtlichen Verwaltungsstrukturen in der Forschung bisweilen vernachlässigt worden. Dabei spielten gerade kommunale Dienststellen bei den vollzogenen Verfolgungsmaßnahmen, wie bei der sogenannten Arisierung, also der Enteignung jüdischen Eigentums, und den Deportationen der Jüdinnen und Juden, eine wichtige Rolle und trug mit ihrer funktionalen Verwaltung erheblich zur Stabilisierung des NS-Regimes bei. Von städtischen Einrichtungen gingen entscheidende Impulse für die Ausgrenzung und Verfolgungspolitik des Nazi-Regimes aus. Dabei stellte die wechselseitige Dynamisierung zwischen kommunaler und staatlicher Ebene einen entscheidenden Faktor für das Dritte Reich dar. Dass dieser Mechanismus nahezu bis zum letzten Kriegstag funktionierte, verweist auf den erheblichen Anteil der Kommunen an der Ressourcenmobilisierung des Regimes. Es kann hier und heute nur um einen kleinen Ausschnitt gehen, allein schon aus zeitlichen Gründen. Detlef hat es gerade schon angedeutet. Vor drei Jahren haben die VVN BDA und der DGB Stadtverband einen Antrag gestellt, um die Austermannstraße umzubenennen, beziehungsweise einen Hinweis anzubringen, wer Heinrich Austermann war. Anlass war damals, dass bekannt wurde, dass Austermann in der Stadtverwaltung maßgeblich an der Enteignung von Jüdinnen und Juden nach 1938 beteiligt war. Die Bewertung des Antrags wurde zunächst von der Stadtverwaltung zurückgestellt, um die wissenschaftlichen Untersuchungen abzuwarten, die von Historikern der Uni Münster zu diesem Thema angestellt werden sollten. Unseres Erachtens ist klar, die Straße muss umbenannt werden. Welche Rolle hatten Austermann und andere Juristen in der Münsteraner Stadtverwaltung? Mit der kommunalen Machtübernahme wurden dem NS-Oberbürgermeister Hillebrand im Jahre 1933 drei hauptamtliche Juristen zur Seite gestellt. Einer davon war Wilhelm Sasse. Zwei Jahre später kam Heinrich Austermann als junger Assessor hinzu und wurde Mitarbeiter von Sasse. Er war Sachbearbeiter im Rechtsamt der Stadt Münster und mit der Umsetzung der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben, wie es so bürokratisch und menschenverachtend hieß, betraut. Das betraf in erster Linie Grundstücksverkäufe und Betriebsabwicklungen. Zitat: Die Aktenlage ergibt, dass die Arisierung jüdischer Grundbesitzer durch Heinrich Austermann durchgeführt wurde. Ende März 1939 ließ er sich von der Polizei den erfolgreichen Abschluss der Enteignung bescheinigen. Jüdische Geschäfte oder Warenlager befinden sich nicht mehr in Münster. So heißt es in der Untersuchung des Historikers Christian Steinhagen. Die eingesetzte Historikerkommission der Universität wie auch die Stadtverwaltung kommen in ihrer Stellungnahme hingegen zu dem Ergebnis, dass der spätere Stadtdirektor Austermann, ein Zitat, kleines Rad im Getriebe der Arisierung bzw. Enteignung der jüdischen Menschen gewesen sei und keine eigenen Entscheidungsbefugnisse gehabt hätte. Und deshalb käme die Umbenennung der Straße einer Entehrung Austermanns gleich. Übersehen wird hier aus unserer Sicht, dass es eben jene Schreibtischstädter waren, die den Terror und die Gewaltherrschaft im damaligen Deutschland bürokratisch durchführten und für die Umsetzung sorgten. In Münster waren Dezernent Wilhelm Sasse und sein Mitarbeiter Assessor Austermann für die Arisierungen verantwortlich. Konkret für die Abwicklung und Verkäufe von Betrieben und Grundstücken, die nach dem reichsweiten Pogrom vom 9. November 1938 quasi in Rekordzeit in Münster abgeschlossen war. Am 29. März des Jahres 1939 gehörte kein Unternehmen und kein Gewerbegrundstück mehr einem Menschen jüdischen Glaubens. Es war judenfrei, wie es damals so menschenverachtend und euphemistisch zugleich hieß. Austermann machte auch weiterhin Karriere. Er wurde trotz Kriegsdienst seit 1939 am 1. Januar 1942 zum Rechtsrat der Stadt befördert. Austermann hatte seine Sache aus Sicht der NSDAP, der angeblich erst spät beigetreten war, gut gemacht.
Münster war auch nicht irgendeine Stadt. Münster war damals Gauhauptstadt. Und Austermann darf mit Fug und Recht zur Führungsreserve der NSDAP gezählt werden. Ein Verwaltungsbeamter, der zügig und im Sinne des faschistischen Staates seine Aufgabe erfüllt hat. Die offizielle Biografie weist gerade mal den Kriegseinsatz seit 1939 aus, nichts aber über konkrete Kriegseinsätze, nennt jedoch die Verleihung des ersten Kreuzes, des Eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse. 1946 kehrt Austermann aus der Kriegsgefangenschaft zurück und setzt seine Verwaltungskarriere ungebrochen fort. Er wird städtischer Kämmerer, Oberstadtdirektor, erhält das Bundesverdienstkreuz, wird Mitglied im Präsidium des Deutschen Städtetages und zahlreiche andere Ehrenämter liegen auf dem Karriereweg der Nachkriegszeit. So gut wie keine Informationen hingegen finden sich über sein Entnazifizierungsverfahren, das es angesichts des Ranges als Soldat und Verwaltungsbeamter gegeben haben muss. Sein ehemaliger Vorgesetzter Wilhelm Sasse wurde zunächst als Mitläufer eingestuft und erhielt sogar später seinen Präsilschein. Nach 1939 war er nach der Enteignung, also er Sasse, nach der Enteignung für die Deportation der Juden mitverantwortlich. Eine Deportationsliste ergänzte er eigenhändig um 19 Personen, die eigentlich gar nicht deportiert werden sollen. Nach dem Krieg wurde er jedoch entlastet, wegen seiner vermeintlich christlichen Einstellung. Nun wurde er dann im Jahre 1952 in Paderborn zum Stadtdirektor gewählt. Für die Enteignung und Vertreibung der Jüdinnen und Juden, für die er in Münster verantwortlich gewesen war, wurde er nicht zur Verantwortung gezogen. Vielmehr ist es so, dass beide ihre Karriere ohne relevante Unterbrechung fortsetzen konnten, ihre Verantwortung nicht thematisiert wurde und auch heute noch relevante Unterlagen fehlen, um tatsächlich zu einem vollständigen Gesamtbild zu kommen. Nicht zuletzt hat es in der letzten Zeit auch eine andere juristische Bewertung von Verwaltungsbeschäftigten in der Nazizeit gegeben. Der sogenannte Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, wurde der Beihilfe an der industriellen Massenvernichtung schuldig gesprochen. Bereits Hannah Arendt hatte in Eichmann in Jerusalem einen Bericht von der Banalität des Bösen bezogen auf die Schreibtischtäter, diese als, in Anführungszeichen, erschreckend normal beschrieben. Für die Opfer der Arisierungen, der sogenannten Arisierungen, waren die damals in der Verwaltung Beschäftigten sicher keine harmlosen Aktenträger, sondern Entscheider über ihr Schicksal. Die Entrechtung und Enteignung war eine Etappe auf dem Weg zum Holocaust. Am Schluss noch ein Zitat, ich glaube, das hat heute immer noch auch an Aktualität nicht verloren. Es fehlte und fehlt übrigens noch heute weithin an einem Vorstellungsvermögen für das Wesen und die Arbeitsweise eines Schreibtischtäters. Ein Zitat von Dr. Helmut Kramer, der Richter am Oberlandesgericht Braunschweig war und Mitbegründer und Vorsitzender des Forums Justizgeschichte. Wir werden dranbleiben und weiter für die Umbenennung der Straße kämpfen und auch daran, dass die Erinnerung an das, was geschehen ist, wachgehalten wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.